So, wir gehen jetzt zum Mesindetempel. Wir sind ja echt schon mittlerweile mehr oder weniger davor. Was ist für eine Unterhändler Störrebrand? Schweinehirt, Jargon, Händler. Wo ist der Unterhändler Störrebrand? Spieß Effing. Konrad zum Gruß. Den Zwölfen sei Dank, dass ihr gerade vorbeikommt. Warum? Ich grüße euch auch. Was gibt es denn? Ist das im Hesindetempel vorgefallen? Ja, das wüssten wir auch gerne. Als diese Bürger hier heute Morgen den Tempel besuchen wollten, haben sie festgestellt, dass die Tür verschlossen ist. Seitdem der Tempel wieder aufgebaut worden ist, ist das noch nie passiert. Also haben sie die Stadtwache gerufen. Okay. Als wir ankamen, konnten wir das bestätigen. Die Tür ist verschlossen und lässt sich auch nicht öffnen. Ihr könnt euch denken, dass wir uns deswegen Sorgen machen. Ja, durchaus. Dann wisst ihr auch nicht, was mit den Geweihten ist. Wir können nur hoffen, dass ihnen nichts passiert ist. Hoffen wir mal. Ich könnte versuchen, die Tür zu öffnen. Nicht nötig, das haben wir auch schon versucht. Jemand scheint von innen den Riegel vorgelegt zu haben. Glücklicherweise ist mir eingefallen, dass Erzmagus Rakorium noch in der Stadt weilt. Für einen Mann mit seinen Fähigkeiten sollte es ein leichtes sein, die Tür zu öffnen. Ich habe einen Boten zu ihm geschickt und ihn bitten lassen, zum Tempel zu kommen. Er müsste eigentlich jeden Moment eintreffen. Und da ist er ja auch schon. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, eure Magnifizien. Ich kann mir vorstellen, er macht so. Oh, ihr wollt da rein? Transversales Teleport. Ja, das bin ich wohl. Gibt es denn? Eure Magnifizienz, die Tür zum Hesindetempel ist verschlossen. Wir sind in großer Sorge, dass den Geweihten etwas zugestoßen ist. Ob ihr wohl so freundlich wäret, die Tür für uns zu öffnen? Die Tür? Ja, das kann ich wohl machen. Dann tretet beiseite. Die herumfliegenden Dings, Splitter könnten sonst jemanden verletzen. Verzeiht, werter Erzmagus, ich glaube, es wäre allen daran gelegen, die Tür zu öffnen, ohne sie zu beschädigen. Wie meinen? Ja, natürlich. Damit könntet ihr recht haben. Also gut. Herr Kass, einfach Knock auf die Tür. Foramen Foramino! Mist, da hab ich das Beischen geschmiert. Consumatum est. Die Dings, Tür ist geöffnet. War das nicht gerade Latein? Hab vielen Dank für eure Mühen, werter Erzmagus. Ja dann, will ich mal wieder zurück ins, Stadtarchiv. Nottel wartet sich ja schon. Ich glaube, dann werden wir jetzt mal den Tempel betreten und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Das wäre, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Ich brauche noch einen Moment, ich muss mir noch meine Hand eincremen. Vielleicht sollte ich das übernehmen, dann könnt ihr darauf achten, dass sonst keiner den Tempel... Das ist wahrscheinlich wirklich besser. Ich hoffe nur, ihr zweifelt nicht an unserem Mut, wenn ich euer Angebot annehme. Glaube ich jetzt mal nicht, aber... ich glaube, es ist eher mehr hier Vorsicht vor Übermut oder so. Ganz gewiss nicht. Ich melde mich, sobald ich etwas in Erfahrung gebracht habe. Das und ihr gut. Geht jetzt besser wieder nach Hause. Ja, bevor wir in den Tempel gehen, mache ich hier kurz fertig. So. Meine Hände jucken zwar immer noch so, aber vielleicht halt die Wunde wieder zu, die zufällig entstanden ist. Ah, da ist jetzt... Ah ne, das sind Bücher. Die da so rumliegen. Ich finde die Statue eigentlich sehr lustig. Ist die nicht eigentlich dem Baphomet eigentlich nachempfunden? Hier so mit einem so hoch und dann so rund... Egal. Rein zufällig habe ich da so eine Statue hinter mir stehen, aber... ja. Also nicht so eine Drachenstatue, sondern so einen Baphomet. Ah, da ist Dorian. Dorian, geht es euch gut? Ich... Mein Kopf. Ganz ruhig. Ich werde euch jetzt erstmal verarzten. Sieht aus, als ob ihr einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekommen hättet. Danke. Jetzt fühle ich mich schon besser. Wie geht es Adat? Und was ist mit unseren Novizen? Mir geht es gut. Ich fühle mich noch ein wenig benommen, aber... Das geht wieder vorbei.
Was mit euren Novizen? Was mit euren Novizen ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber ich bin sicher, es ist ihnen nichts geschehen. Jetzt erzählt auch erstmal, was hier passiert ist. Wenn ich das so genau wüsste. Es war letzte Nacht. Wir hatten gerade alle Arbeiten beendet und wollten zu Bett gehen, als plötzlich diese schwarzen Amazonen in den Tempel eindrangen. Ach nein. Sie verriegelten die Tür und stürzten sich auf uns. Adat und ich wollten noch nach unten fliehen, aber sie waren zu schnell für uns. Schwarze Amazonen, wisst ihr, was sie im Hesedet-Tempel wollten? Nicht genau. Ich glaube, sie suchten nach irgendwelchen Aufzeichnungen. Jedenfalls sagte ihre Anführerin etwas von einer Schriftrolle, die sich angeblich in unserem Archiv befindet. Davon gibt es mit Sicherheit etliche hier im Tempel. Was in der Schriftrolle steht, haben sie nicht gesagt. Ich weiß nicht. Halt, doch! Sie sprachen von einem Auge der Göttin, das sie unbedingt finden müssten. Aber was es damit auf sich hat, kann ich euch leider nicht sagen. Okay. Das sagt mir auch nichts. Die Eingangstür war immer noch verschlossen. Vielleicht halten sich die schwarzen Amazonen immer noch nicht. Glaubt ihr das wirklich? Ja, ich halte es für durchaus möglich. Vielleicht ließ sich das Dokument nicht so schnell finden, wie sie gedacht haben. Vorausgesetzt, es befindet sich wirklich hier. Ich werde mich in den unteren Etagen einmal umschauen. Seid vorsichtig. Diese Magdalenata sind gefährliche Kämpferinnen. Ich weiß. Ich habe schon mal mit ihnen zu tun gehabt. Aber sie sind nicht unbesiegbar. Und haltet bitte Ausschau nach Saleh und Avanti. Hoffentlich ist ihnen nicht zugestoßen. Das werde ich machen. Und ihr beide solltet sicherheitshalber so lange den Tempel verlassen. Vor der Tür wartet Spießeffing und mit einem Gardisten. Ich weiß nicht, ob die Stadtwache so krass gegen die ist, aber ich kann das halt nicht einschätzen, wie stark die sind, ne? Also, kommt her zu den Gardisten. Weil ich zum Beispiel bedenke, dass hier die Söldnerarmee von Tralda gegen die Orks halt auch irgendwie nicht so ganz gewonnen hat. Aber gut, die waren aber auch zahlenmäßig überlegen und hatten Ogre. Das ist halt so ein anderes Ding. Das ist halt so eine andere Sache. Okay, also ich muss definitiv nach da unten gehen. Weil sonst finde ich hier niemanden. Schade, dass keine Amöben mehr unten sind. Die hätten denen vielleicht noch ein paar Probleme bereitet. Die Sache mit den Amöben, das ist wieder so ein Ding, was irgendwie so eine halbe Ewigkeit dauert. Also ich weiß halt jetzt nicht, ob ich jetzt einfach runterlaufen soll oder mich einfach mal in jedem Raum umgucke. Weil an sich finden tue ich jetzt nichts Krasses, aber vielleicht muss ich ja auch nur die Amazonen finden. I don't know. Ich hoffe mal, dass der Einäugige nicht mit dabei ist. Also ich weiß, es ist nicht so spektakulär, wie ich jetzt einfach hier so durch die Gänge laufe, aber es könnte theoretisch jederzeit was passieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die wahrscheinlich in der vorletzten Etage hocken, weil in der letzten Etage, ja, ne, da ist sie. Da ist zumindest eine oder mehr. Das hätte ich eigentlich auch vorher wieder machen sollen. Alles, was ich vor dem Kampf mache, ist besser, als wenn ich es mitten im Kampf mache. Na, die sind aber jetzt nicht wirklich krass, wenn die sich so umhauen lassen. Aber sie geben wenigstens noch einen Abenteuerpunkt. Das ist ganz gut. Ich frage mich nur, ob die auch ihre Rüstung droppen. Ich weiß nicht, ob ich die eigentlich verkauft habe. Oder ob ich die behalten habe. Yo, 32 Damage. Das liegt daran, weil er keinen Armatus hatte. Ein Zwerg, ein Wort. Es kommt Vorgrim. Der zieht dann einfach die. Okay, der zieht dieses Mal nicht die Dings zu fest.
Jetzt zieht sie den Verband einfach so. Tschick, ah, schnitzel den Arm ab. Muss man es nochmal machen. Ja, ich schreit so in Pain. Ah, ich kann die gar nicht looten. Schade. Ach, da steht auch noch eine. Damit es dieses Mal besser geht. Weil die standen eigentlich da, dann gehe ich mal da drüben lang. Weil es könnte schon sein, dass die hier unten gammeln. Okay, ich habe die Auflösung von der Aufnahme umgestellt, das ist schon mal ganz gut. Steinsarg. Ich weiß nicht, ob die das aufgemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich das mal aufgemacht habe. Da könnte auch so ein Flügel oder so drin gewesen sein. Wer ist da hinten festgehangen? Ach, Trall da. Solange er vom nächsten Kampf wieder da ist. Ah ja. Ist wieder hinterher gespawnt. Das ist ganz gut. Ganz Gucci. Alles Gucci oder was? Na, da war bloß ein so ein Teil von der Statue. Kann auch sein, dass sie einfach nur da gestanden haben, um quasi eben Wache zu halten. Ich glaube aber jetzt nicht, dass die in dem unteren Teil da noch, in der Höhle gammeln. Aber man kann es ja nie wissen, ne? Ich behalte auch die Map so ein bisschen im Auge. Ja, von denen hatten eigentlich Wildnisleben. Zur Stelle. Na klar. Ich glaube, klar das, ne? Wie sieht dann sowas eher? Aber hier sind keine Magdalenata. Wobei, da ist eine Holzwand. Ich könnte mir auch vorstellen, die Truhe existiert einfach nur für die Leute, die zu weit runterlaufen. Weil genauso wie mit dieser einen Kiste. Kann aber auch sein, dass sie aus dem Main Game ist und ich da halt nie dran vor. Also ich nie die Holzwand kaputt gemacht habe, ne? Wir werden es gleich sehen. Ah, linker Arm an der Statue. Cool. Lass ja, das hat mal vor Grimm machen. Und jetzt habe ich eh schon verkackt. Aufgepasst! Lebensgefährliche Falle. Cool. Ach, warte mal, er kann die gar nicht entschärfen. Das ist ja blöd. Jawohl. Ich weiß, das ist eigentlich mehr wie so eine Art Minigame, aber... Cool. Aufgepasst! Und finde es auch lustig, wie er einfach easy die Wunde ignoriert. Ah, jetzt hat sie auch Regeneration mit drauf. Ja. Ja. Jetzt ist das Skelett auch noch down.
Seritus, hast du... Ich versuche mein Bestes. Ja, er versucht sein Bestes, indem er ganz schlecht jetzt... Oh, hast du gar seine Wunde geheilt, das ist gut. Na klar. Lass das mal vor Grimm machen. Mach mal hier so. Ich mach mal hier so auf Kladdes. Ehrlich, ich finde diese Effekte immer sehr, sehr wild, die da immer passieren. Wenn ich da jetzt nach hinten laufe. Ah, hey, da sind sogar die schwarzen Amazonen. Ich hätte echt eher gedacht, dass sie sich vielleicht weiter oben in dem Raum sammeln, an dem ich einfach ganz easy vorbeigelaufen bin. Ah, die hat einen Rondra kam. Das muss die Anführerin sein. Einkreisen! Die muss eine ganze Menge Kampfmanöver, ne? Für Ardo! Jawohl! Schriftstück! Nice! Formation! Formation! Einkreisen! Na klar! Yo! Die hat eine Wunde! Das war's mit dir. Ja. Halbkreis bilden! Yo! Die mit ihren 1000 Todesstößen, die sind schon ein bisschen wild, ne? Vorgrim ist hier der Hammerschlagmann. Mit dem Hammer, Hammerschlag. So, dann machen wir die Windmühle. Vorgrim macht auch noch die Windmühle. Aber er kann die Windmühle gerade gar nicht machen. Das kam sehr unerwartet, bin ich ganz ehrlich. Nee, lieber auf die da. Der Nase nach. Der Nase nach. Lass das mal Vorgrim machen. Vorgrim, du sollst da hinten nicht stehen bleiben. Nicht stecken bleiben, eher besser gesagt. Jawohl. Trallen da, der geht eher auf die mit Formation. Dem Speer. Einkreisen. Mach da mal einen Wutschlag drauf. Jetzt wird's ernst. Mach mal einen Todesstoß drauf. Für Ardo. Dann mach mal einen Feuerstrahl drauf. Ja. Formation. Folgt mir. Attacke. Dann machen wir mal Doppelfinte. Fintibus. Okay, jetzt bin ich schon wieder down. Sie liegt nur so am Boden. Das ist nicht so schlimm. Ja, das lief doch schon mal ganz gut, würde ich behaupten, ne? Das bin ich. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Anführerin von denen eigentlich krasser ist, aber es waren euch die Speertruller. Aufgepasst! Die waren schon, die haben jetzt schon richtig reingehauen, muss ich ehrlich sagen. Da lohnt sich die Windmühle dann schon. Oder zumindest die Meisterparade. Mal mit anzuhauen. Ich weiß auch nicht, warum die sich hier hinten unten gesammelt haben. Ich bin ehrlich, ich gucke jetzt mal nach da hinten. Vielleicht gammeln da auch noch welche. Oder vielleicht gibt es da noch eine Kiste, I don't know. Ich kann ja auch random noch einen Pilz mitnehmen.
Nee, das ist bloß der rote Schlechter und die Totensmarktspinnen. Ich könnte niemals einen Pilz ins Inventar legen. Also den Spinnen vielleicht. Hilft das ja was. Ach cool, dann ist die Folge schon wieder zu Ende. Mehr oder weniger. Dann kann ich ja mal getrost mal nach oben laufen. Ich suche dann noch nach den Novizen. Vielleicht sind die ja irgendwo geknebelt in einem Raum. Vielleicht sind sie auch einfach tot. Who knows, who knows. Aber ich laufe auf jeden Fall mal den ganzen Weg jetzt erstmal wieder zurück und speichere vorher erstmal. Wer weiß, ob nicht irgendwas passiert, was man nicht, was unvorhergesehen ist, ne? Schriftstück. Aufzeichnung des Geron Weißenfelser. Das ist eine Geschichte, konnte der neue Taverne fördert gleich eine Gruppe von Männern. Läufe alt, er raucht seine Pfeife, Herrn Ferdocker. Irgendwann wurde es ihm wohl zu viel. Ihn werde ich mit immer tolleren Lügengeschichten übertreffen. Nicht zu sagen. Dann mich die Aufzeichnung erinnert an im Kusliga Tempel einmal gesehen hatte. Da ist jetzt schon mal an die 40 Götterläufe her. Ich war noch ein junger Mann und die Abenteuerlust hatte mich gepackt. Also einige Gleichgesinnte zusammen machten wir uns auf den Weg. Zu viert. Der olle Rufus Baumhagen, angeblich ein Bade, Zwerg, Sohn des Borax, Sohn des Lagorasch, ein Zwerg, wie ihr mit dem Namen wohl denken könnt. Ach Gott, das nimmt ja gar kein Ende. Ja gut, wie gesagt, ich laufe jetzt erstmal wieder zurück und dann suche ich noch nach den Novizen. Ich wollte schon nach den Aposteln sagen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht finde ich ja Anhaltspunkte oder auch nicht. So, da ist noch der auf jeden Fall einmal der Novize Saleo. Saleo, du siehst nicht gut aus. Es scheint einen heftigen Schlag auf den Kopf gekommen zu haben. Das hier dürfte helfen. Wo bin ich? Saleo, fühlst du dich besser? Wie? Oh, ihr? Ja, ich denke schon. Was ist denn passiert? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Ich weiß auch nicht genau. Da waren plötzlich diese fürchterlichen Amazonen. Sie sind auf mich zugestürmt und zwei von ihnen haben mich gepackt. Und ihre Anführerin wollte von mir wissen, wo sich das Dokument befindet. Als sie so nah vor mir stand, habe ich eine solche Angst bekommen, dass ich kein klares Wort mehr herausbekommen habe. Das hat sie anscheinend noch wütender gemacht, als sie ohnehin schon war. Jedenfalls hat sie den beiden, die mich festgehalten haben, gesagt, sie sollten mich mitnehmen. Und dann haben sie angefangen, die Regale zu durchwühlen. Sie haben die Bücher und Schriftrollen genommen und anschließend auf den Boden geworfen. Haben sie gefunden, was sie gesucht haben? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht, während sie mich festgehalten haben. Die Anführerin wurde dann immer wütender und hat mich geschlagen. Und dann wurde plötzlich alles dunkel. Mehr kann ich euch nicht sagen. In Ordnung. Dorian und Adat warten bereits vor dem Tempel. Sollte ich das zu ihnen gehen? Nur Avanti fehlt noch. Weißt du, wo er ist? Nein, Avanti habe ich nicht gesehen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Hisinde möge ihn beschützen. Bitte, findet ihn. Ich werde mein Möglichstes tun. Okay. Also haben wir einen Novizen schon mal gefunden. Oh, da sind noch ein paar Amazonskis. Ich glaube, für die brauche ich jetzt nicht wirklich einen Armatrutz machen. Weil die mit dem Schild sind nicht wirklich gefährlich, würde ich behaupten. Ich glaube, sind die mit dem Speer schon um einiges gefährlicher. Geben auch nur eine Erfahrung. Also. Oh, die hat aber einen Speer. Die hat auch einen Speer. Wobei es eigentlich eher mehr eine Hellebarde ist, glaube ich mal, aber. Jawohl. Formation! Bei meiner Axt! Halbkreis bilden! Das Tempeldokument. Die Magdalenata wurden aktualisiert. Lass das mal Vorgrim machen. Okay.
Miu. So. Regeneriert sie ein bisschen schneller. Hier ist aber auch kein Novize. Bedeutet, ich guck einfach mal weiter. Da drüben geht's ja nach oben, glaube ich mal. Vielleicht ist er ja oben und versteckt sich irgendwo in der Ecke. Who knows? So. Ich habe ihn gefunden. Bitte tut mir nichts. Ich... Ihr seid das. Ich habe schon gedacht, die Magdalenata hätten mich doch noch entdeckt. Da bist du ja, Avanti. Ich habe dich gesucht. Erzähl mir, was hier passiert. Das weiß ich auch nicht genau. Ich habe hier unten noch ein paar Bücher zusammengeräumt, als ich plötzlich laute Stimmen gehört habe. Also habe ich nachgesehen, wer den Tempel so spät noch einen Besuch abstattet. Und dann habe ich diese schwarzen Amazonen gesehen, habe mich schnell umgedreht und habe mich hinter diesen Kisten versteckt und mich nicht wieder hervorgewagt. Hesinde sei Dank, dass sie mich nicht entdeckt haben. Weißt du, was sie wollten? Ich glaube, sie suchen eine Schriftrolle. Ich habe mit anhören können, dass sie ausgeschickt wurden, um ein sogenanntes Auge der Göttin zu finden. Angeblich steht in diesem Dokument, wo es zu finden ist. Wie ihr sicher feststellen könnt, ist wohl nur das halbe Gespräch dabei. Ihr müsst wissen, mir hat vorhin einfach die Aufnahme gestoppt, weil meine Festplatte irgendwie wieder nicht erkannt wurde. Das ist ein Problem, um das ich mich auch noch kümmern muss. Ich habe aber keine Ahnung, warum eigentlich. Weil es passiert mir bloß ab und zu irgendwie mal random beim Aufnehmen. Das triggert mich. Ja. Ich kann euch nur sagen, was halt noch passiert ist. Also, ich habe ja noch mit Dings gesprochen, mit Avanti. Und dann habe ich ihm gesagt, dass keine Amazonen mehr da sind, weil ich weiß nicht, ob das noch davor oder danach war, aber ich glaube, das war noch davor. Habe ich ja noch die letzten Amazonen gefunden, habe die platt gemacht und dann habe ich ihn gefunden und dann habe ich ihn hochgeschickt und bin dann eigentlich gleich hierher gekommen. Ich spreche das nochmal. Danke, dass ihr unsere Novizen wohlbehalten zurückgebracht habt. Und mir ist erst im Dialog aufgefallen, dass dann hier auf dem anderen Monitor, dass hier bei OBS eine Fehlermeldung ausgegeben hat, weil es hat halt keinen Ton gemacht. Es war ein bisschen, ja. Blöd. Aber sagt, was wollten diese Magdalenata denn jetzt in unserem Tempel? Waren sie wirklich nur auf der Suche nach diesem Dokument? Und haben sie es gefunden? Ich denke schon. Ich habe die Schriftrolle bei ihrer Anführerin gefunden. Sie stammt von einem gewissen Geron Weißenfelser. Was sagt ihr? Geron Weißenfelser? Das ist ein Vorfahr von mir. Das habe ich schon vermutet. Könnt ihr mir mehr über ihn erzählen? Nicht allzu viel, fürchte ich. Er war so wie ich Geweihter der Hesinde und hat in den Jahren nach der Errichtung des Tempels in Ferdok gelebt. Worum geht es denn in diesem Dokument? Hier sitzt selbst. Das klingt, als ob mein Ahne etwas über diesen Adamanten gewusst haben könnte. Eine Reise nach Kuslik und Nachforschungen im dortigen Tempel würden uns möglicherweise weiterhelfen. Vermutlich, aber das würde leider zu lange dauern. Halt! Dorion hier stammt doch aus Kuslik. Wisst ihr vielleicht etwas darüber? Nein, leider nicht. Ich habe heute zum ersten Mal von diesem Auge der Göttin gehört. Aber es muss mit Sicherheit ein ganz besonderer Stein sein. Wenn er tatsächlich magische Kräfte hat, könnte es sich möglicherweise um einen Madamanten handeln. Ich frage mich, ob da vielleicht ein Zusammenhang mit dem Besuch von Frenja besteht. Warum? Wer ist Frenja genau? Ich hatte mit der schon mal gequatscht, aber... Ihr meint die Schwester der Mada. Frenja ist eine Schwester der Mada, einem Hesinde-Orden. Sie war vor kurzem hier im Tempel und hat in unserem Archiv etwas gesucht. Okay, dann werde ich mit ihr sprechen. Wisst ihr, wo sie sich aufhält? Kann ich euch leider nicht sagen. Möglich, dass sie noch in Ferdok ist. Aber vielleicht ist sie auch schon wieder weitergereist. Habt ihr Vermutung, welche Göttin die Statue... Statue aus dem Dokument darstellen könnte. Nein, leider nicht. Ich hätte ja gesagt, dass es sich dabei um Hesinde handelt, aber das schließt der Erzähler aus dem Dokument ja aus. Möglicherweise stellt sie eine der Töchter unserer 12 Götter dar. Oder aber auch jemand ganz anderen. Okay. Eine wichtige Rolle scheint diese Statuette einzunehmen. Wisst ihr was darüber? Die Statuette ist mir leider unbekannt. Da sie exischen Ursprungs zu sein scheint, könnte es eventuell mit Sint zusammenhängen. Sint ist eine Göttin der Achatsmistewesen. Einer ihrer Aspekte ist die Magie, so wie es bei Hesinde auch der Fall ist.
Ganz offensichtlich ist sie der Schlüssel zu diesem geheimnisvollen Ort, aber da sie ja leider in lauter Einzelteile zersprungen ist, dürfte es unmöglich sein, diese zu finden. Nicht unbedingt. Ich habe bereits einige Teile finden können. Das ist ja kaum zu glauben. Wie ist euch das nur gelungen? Es ist eine lange Geschichte. Sie waren sehr gut versteckt und nicht leicht zu erringen. Aber selbst wenn es euch gelingen sollte, alle Teile der Statuette zu finden, so kennt ihr doch immer noch nicht den Ort, an dem sich das Tor befindet. Ich werde noch einmal mit Erzmagier Rakorium darüber reden. Er ist der Experte, was Echsenwesen betrifft. Er hat ohnehin schon Andeutungen fallen lassen, dass sie die Statuenteile etwas mit seinen Forschungen zu tun haben könnten. Wir werden auf jeden Fall auch in unserem Archiv nachsehen, ob wir weitere Informationen finden können. Große Hoffnung habe ich zwar nicht, ihr wisst selbst um das Durcheinander. Und die schwarzen Amazonen haben durch ihre Suche die Situation noch verschlimmert. Wenn ihr schon einmal dabei seid, könnt ihr vielleicht auch noch nachsehen, ob ihr etwas über ein Ritual findet, bei dem Seelen in der dritten Sphäre verblieben sind, ein neuer Körper gegeben wird. Das klingt sehr nach Nekromantie. Ich meine, mich erinnern zu können, einmal etwas über ein solches Ritual gelesen zu haben. Es hatte auf jeden Fall mit den Nekromantenzirkeln zu tun, die während der Magierkriege im Kosch ihr Unwesen trieben. Ich werde zusehen, dass ich die entsprechenden Berichte finde. Am besten ist es, wenn ihr später nochmal wiederkommt. Okay, das werde ich machen. Ich muss es ohnehin erst mit Erzmagier Rakorium sprechen. Und nochmal vielen Dank für euer Eingreifen. Okay. Gut, dann laufe ich jetzt dann mal offscreen zu Rakorium. Ich sage noch Effing, dass die... Da seid ihr ja wieder. Habt ihr Neuigkeiten? Ja. Ich habe alle schwarzen Amazonen... Rondra sei gepriesen. Das war sehr mutig von euch. Ich bin sicher, dass Hauptfrau Dorkenschmied sehr erfreut über eure Hilfe sein wird. Ich bin zufrieden, wenn ich helfen konnte. Seid nicht immer so bescheiden. Ich werde jetzt weitere Untersuchungen in die Wege leiten. Ich frage mich, wie diese Magdhalle Enata unerkannt in die Stadt gelangen konnten. Mach das. Ich werde mich darum kümmern, was sie im Tempel gewollt haben. Dann viel Erfolg. Okay. Warum steht denn eigentlich er? Also er steht doch immer vor dem Tempel. Tretet ruhig ein. Ja, okay. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zur Grafenstadt und rede da erstmal mit Rakorium, aber das machen wir eben in der nächsten Folge.